Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zu dem Spiel. Ja. Wir sind bei Dead by Daylight, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Einer der Survivor hat ein Offering gedroppt, dass er möglichst weit weg von mir spawnen möchte. Gehe ich mal einfach von aus oder sie spawnen alle beisammen. Ich habe Ruin dabei, das war auch direkt hier bei uns in der Nähe, deswegen lasse ich es jetzt erstmal kurz links liegen. Wir haben Barbecue, wir haben Tüftler und wir haben Franklin. Wieso Franklin? Ganz einfach, weil wirklich jeder Survivor ein Item dabei hatte und ich denen gerne mal eben ihre Items klauen würde. Denn wer mich kennt, der weiß, Grants klaut gerne Items. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das hat beim letzten Mal, als ich das hatte, hat es sehr lange gehalten. So, da haben wir schon die erste Person. Und die wird jetzt wahrscheinlich dann keinen Hit mehr bekommen. Nee, okay. Ich setze den Generator mal zurück. Ich setze den Generator zurück. Eine Person hat sogar einen Schlüssel dabei gehabt. Also dem müssen wir auf jeden Fall das Item klauen. Ich denke mal, das steht fest. Ist hier lang weiter gerannt. Wir bleiben ihm mal am Hintern kleben. Gut, es sei denn, er hört auf zu rennen und ich habe keine Ahnung mehr, wo er hin ist. Ärgerlich. Na gut. Mann, ey, zumindest einen Hit hätte ich mir gegönnt. Hier ist auch niemand. Auf der Map wird es auch ein bisschen schwieriger, natürlich die Leute zu sägen. Sekunde mal eben. Oh, das ist. Wow. Das ist doch hier schon wieder direkt in der Nähe gewesen, wollte ich gerade sagen. Das war bestimmt wieder der gleiche Typ. Der war auf jeden Fall eben hier unten. Der muss eigentlich auch hier in der Nähe noch sein. Dann ist er nach oben gegangen, oder? Ich war doch wirklich in der Nähe eigentlich. Ah, hallo. Jetzt ist natürlich die Sache, ich könnte ihn wahrscheinlich. Ja, ich kriege ihn gesägt. Dann hat er sein Item aber noch. Aber ist ja egal. Der hat Strike. Das ist der. Das ist gar nicht mal so schlimm. Wenn er den jetzt zündet. Dann kann ich ihn nämlich nochmal schlagen. Jo. Und dann jagen wir ihn nochmal und brauchen ihm noch einen Hit geben und dann verliert er sein Item noch. Okay. Auf der anderen Seite kann er natürlich jetzt auch noch schön loopen, ne? Ist runtergesprungen. Ah, wir folgen dir. Und zwar ziemlich auffällig. Ich bin nämlich dieser dicke Kerl hier mit dem Hammer in der Hand. So. Den ersten Survivor nach über 2,5 Minuten erst erwischt. Das Gute ist, die haben aber auch noch keinen Generator gemacht. Barbecue ist hier natürlich jetzt immer ein bisschen interessant. Ob wir jemanden sehen, da ganz hinten. Also, naja, was heißt da ganz hinten, aber. An dem Generator arbeitet jemand. Sah so ein bisschen nach Gen-Tabbing aus. Habe ich das richtig gesehen? Ne, okay, sie rennt erstmal weg. Oh, sie hat das gedroppt. Ehrlich? Ich war doch gar nicht in der Nähe. Naja, gut, okay. Soll mir natürlich recht sein. So, das Item lässt du hier liegen. Hör, ja, sie dreht einfach um. Sie ist runter. Und hier sollten wir sie erwischen. Es sei denn, sie hat hart im Nehmen oder so. Hat sie aber nicht, scheinbar. Okay, geil. Ihr Item liegt oben, Leute. Das ist super für uns. Das wird sie sich nämlich bestimmt wiederholen wollen. Ah, hier drin ist ja noch ein Haken. Stimmt. Da war ja was. So, ab an Haken mit dir. Ist irgendjemand bei meinem Tode? Nee. Oh, alle in der näheren Umgebung. Okay, lass uns nach oben gehen. Hier muss irgendwo noch eine Palette sein, die ich zerstören kann. Ja, hier. So, alle in der näheren Umgebung. Habe ich hier noch. Oh, nee, der ist schon. Da wurde. Ah! Er ist noch zurückgesetzt. Verdammt. Da wird schon geholfen, Leute. Hier ist jemand. Nee, ich. Ah, doch. Du schon wieder. Hey! David! Mr. King! War klar. War klar. So, er läuft. Ah, hier wäre noch eine Palette gewesen, ne? Ah, Gott. Da vorne war, glaube ich, noch jemand. So, komm, den Hit muss ich ihm geben jetzt. Oh, er droppt die Palette sogar tatsächlich. So, und er rennt los. Mal schauen, ob wir hier dann.
Natürlich rechnet er damit, ja. Okay. Also ich sollte nicht davon ausgehen, dass sie doof sind. Okay, das hat aber erstaunlich gut geklappt. Ich hätte gedacht, jetzt gehen noch nach rechts weg oder so. Okay. Ab an den Haken wieder. Dein Strike ist schon weg. Du bist das zweite Mal dran. Oh Gott, ich riskiere es. Puh, Schwein gehabt wahrscheinlich. So, wie sieht's aus? Keiner am Totem. Dort ist jemand und dort ist jemand. Okay. Ah, ist sogar, wenn wir hier hochgehen, direkt. Also unser Totem haben sie scheinbar noch nicht entdeckt. So wie es aussieht. Oh, hallo. Aber das Totem hat er entdeckt. Naja, hilft ihm auch nicht. Willst du dein Medikit loswerden oder eher nicht? Ich glaube doch, ne? Wenn du jetzt... Ja, obwohl... Nee, okay. Medikit ist weg. Musst du dich machen. Hier ist auch noch eine Palette. Dort ist noch eine Palette. Das sind doch bestimmt auch 10 Meter, oder? Kannst du mir doch nicht erzählen. Und das war's, oder? Ja. So, alles klar. Der andere wurde gerade gerettet scheinbar. Du kommst... Ist hier irgendwo noch ein Haken ein bisschen näher? Da. Hier oben. Hier war ja vorhin, waren ja 2 Leute hier. So, bei meinem Totem. Alle unten. Okay, das ist gut. Ne, einer geht hoch. So, wen haben wir hier? Hallo? Ah, noch ein David. Schade, sogar jemand mit der Taschenlampe. Den hätte ich natürlich jetzt gerne mal einen Hit gegeben. Also, ne, damit er die Taschenlampe fallen lässt vor Schreck. So auf die Finger gehauen. Pfui ist das, David. Oh, da geht jemand helfen. Leute, und wir sind direkt in der Nähe. Das ist schön. Das ist schön, das ist wunderschön. Oh, hallo. Andere ist abgehauen, alles klar. Der geht bestimmt wieder helfen, wa? Will der andere? Ah, guck mal. Ich kenne sie doch alle. Ja, David, das ist jetzt aber doof. Warte, zack. Hab jetzt überlegt, ob ich dem mit der Taschenlampe da jetzt mal einen Hit gebe. Der sollte mich nicht blenden dürfen, wenn ich so die Wand anstarre. So, und wir wissen, dass hier noch jemand in der Nähe ist. Die andere ja gut, dann folgen wir erstmal dem David, dem Verletzten. Von dem bekommen wir nämlich wenigstens ein Item. Hallo! Nee, nee, ich will dich haben. Weißt du warum? Weil du da sowas in deiner Hand hast, was mir überhaupt nicht gefällt. So, komm mit, mein Freund. Und oben war noch die Clödia. Alles klar. So, kein Generator bisher gemacht, Leute. Unglaublich. Seit über 7 Minuten sind wir jetzt schon mit unserem Totem hier unterwegs. Wie geil, oder? So, darf ich sie sägen? Das ist dann wohl ein Ja. Alter Vater, du Sausack. Aber ich würde sagen, GG. Hallo! Oh, rennt weg, okay. Komm, das schaffe ich nicht. Ja, wenn die andere keinen Unbreakable hat, dann sollte es das gewesen sein. Eigentlich war es ja cool, wie wir gerade gerannt sind, muss ich gestehen. Ah, sie droppt's. Eigentlich war es cool, wie wir gerade gerannt sind, weil da hätte sie nicht so ewig schnell hier weggekonnt. Okay, das Juking-Spiel also. Von mir aus, Mac, von mir aus. Sie ist runter. Hallo. Puh, das war jetzt mies, ne? Da ist sie genau ein bisschen zu spät gekommen. War ein knappes Höschen. So, komm her, Süße. Jetzt gehörst du mir. Was? Wieso hat die Kettensäge einfach aufgehört? Das war jetzt ein bisschen merkwürdig. Na gut. Das können wir länger so machen oder... Genau, oder du bleibst einfach stehen. So, du gehörst nämlich noch an den Haken. Dich hatte ich nämlich noch gar nicht. Jetzt muss ich eben noch die andere gleich wiederfinden, ist das Problem, glaube ich. Oh, alles klar. Keine Probleme. Alter Vater. Ja, schönes Ding, Leute. Also ich denke mal, das dürfte auch definitiv ein Double Pip gegeben haben, oder? Also... Wir haben ein paar gute Jagden gehabt, wir haben alle Leute erledigt, das ist sowieso schillernd. Wir haben alle Generatoren verteidigt, das ist auch schillernd. Da rechnet der Grants wieder, ne? Aber na, mal schauen. Ich bin gespannt, wir müssen dann, die anderen müssten Gold sein. Ich meine, wir haben jetzt nicht so häufige Jagden gehabt.
könnte daran jetzt gehapert haben, dass wir nicht viel gejagt haben. Aber mal gucken, Leute, wir lassen uns überraschen. Den Pip haben wir definitiv easy, weil wir schon zwei Schillern-Kategorien haben. Alle erledigt und alle Generatoren verteidigt. Und ja, in den anderen Kategorien sollten wir zumindest auch Silber haben. Von daher, easy Pip für uns. GG. Krass. Also auf der Map muss ich sagen, mit dem Billy zu sägen ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Aber unser Totem hat wirklich gute Arbeit geleistet. Und 69.000 Blutpunkte ungefähr. Hashtag Pornös. War geplant. Schillernd, schillernd, schillernd. Silber. Also genau dem Double Pip. Nice. Ja, ich habe ja gesagt, ne, die Jagd. Daran hat es jetzt hier gelegen. Hinten in der Verfolgerkategorie. Wir haben nicht so viele Jagden gehabt. Und dann können wir natürlich auch nicht so viele Punkte sammeln. Aber alles andere seht ihr ja dort. Gut, Leute. Schöne Runde für uns auf jeden Fall. Die Survivor. Ja, ich weiß nicht, ob da jemand einen Pip haben wird. Könne schwer sein. Ich bin raus, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ne, wie immer, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben kloppt und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es war sogar dieser Schlüssel hier mit dem Add-on. Aber ich hoffe, dass ich dem den Schlüssel aus der Hand gehauen habe. Ich weiß gar nicht, wer das war. War das? Ich weiß es nicht. Also wäre cool eigentlich. Gut, ich bin raus. Bis dann.